Und herzlich willkommen zurück zu Super Funtime Live Pokémon Schwarz. Okay. Machen wir weiter. Trotzdem bin ich sehr froh, die Reise angetreten zu haben. Blablablab. Ach Mensch, will sie jetzt zurückgehen? Oh, die Arme. Nur weil ich sie besiegt habe. Machen wir weiter. Und Hallöchen, Pokéboss. Meine einzelne Abi-Prüfung also wertlos. Nein! Der Schwarz umgibt uns. Okay. Wüste. Ich habe gehört, ein Pokémon soll es hier geben. Irgendeins, das hier gefangen werden muss. Soll. Irgendein Pokémon, das ich hier fangen soll, weil das irgendwie überkrass ist. Ich werde es wahrscheinlich dann gegen Kiesling eintauschen. Von dem her, was in den Wüsten so gefangen wird. Wahrscheinlich auch Gestein. Meine Sätze ergeben keinen Sinn mehr. Machen wir weiter. Du kannst ja Garnovil fangen. Genau, ich glaube, das war ein Garnovil. Macht schon Sinn. Bam, bam, bam. Kleiner Klops. Barschuft. Das ist aber nicht zufällig, dieses Fischviech, das ich fangen soll. Ich glaube nicht, nee, nee. So, Muggelhieb. Bin gespannt. Liquid Schwarz. May the Schwarz be with you. Sehr gut. Muss aber rohe Gewalt haben, ne? Ich achte bei normalen Playthroughs eigentlich nie wirklich auf Typen oder Wesen. Deswegen, ne? Boden und Licht. Ja, da macht es schon Sinn, das Ganze gegen keinen Stein auszuwechseln. Verfolgung. Ja, macht schon Sinn. Irgendwas habe ich vergessen. Ich glaube, irgendein Thema wollte ich schon mal ansprechen. Jetzt habe ich es vergessen. Mann. Ich stelle mir gerade vor, wie er die Viecher halb am Ersticken aus seinem Eimer auf willkürliche Trainer wirft, wenn sie vorbeilaufen. Okay, Clown. Was macht das? Erhöht Angriff und Genauigkeit. Das ist gut. Los, Fisch! Angriff! Clownletzer, das ist... Ich glaube, ich bleibe bei Sandwirbel. Bekannte Attacken. Ja, nicht lernen. So. Was essen die Menschen in Pokémon? Das hatten wir ja schon durchgenommen. Nämlich essen die Menschen in Pokémon meistens Tauros und Carpador. Hatten wir im letzten Stream sogar besprochen. Und wieder irgendein Fisch. Ist das so das Äquivalent zu Carpador in dieser Generation? Ich glaube ja fast schon. Jetzt ein saftiges Mospik. Wieso stirbt Senpai immer? Okay, es lebt noch, sehr gut. Derpy? Derpy? You can do it. Scarlet, du wolltest uns doch von deiner Frisurausbildung erzählen. Ich hatte halt mal längere Haare. Die waren trotzdem nach oben gestylt. Genau, und die meisten Tauros ist Professor Eich. So. Megasauger. Das befasst mich jetzt aber gerade echt. Welches Thema wollte ich ansprechen? Das heißt Mosswein, nicht Mosbig. Knapp daneben. Ich kann die Pokémon eigentlich nicht. Ich kann die Pokémon mittlerweile auch nicht mehr auseinanderhalten. So, Mogelieb. Eiches Tauros, roh, so cool. Ist er.
Wann ist Senpai gestorben? Was ist hier nur los? Wieso bekomme ich heute nichts mit? Das ist unglaublich. Möchte dich zeichnen und dir es auf der Gamescom schenken. Bin dann nur Samstag und will das dann nicht umsonst mitnehmen. Ich glaube, Samstag bin ich leider nicht da. Tut mir leid. Aber wirklich sehr nett von dir, dass der Gedanke zählt. Ich find's schon wirklich super, dass du das möchtest. Aber ich bin leider nur donnerstags da. Schaut so aus, als wäre ich nur donnerstags da. Also. So, Herzstempel. Wie kann meine Pokémon von irgendwelchen doofen Fischen besiegt werden? Das gibt's doch nicht. Herznase, stirb jetzt ja nicht weg, ja? Wie bist du eigentlich auf den Namen Scarlet gekommen? Ich hatte... Also offensichtlich war der Scarlet-Kanal ja nicht mein erster Kanal. Und ich brauchte einen Kanalnamen. Und mein erstes Let's Play auf dem neuen Kanal war Toho Komaju Densetsu Scarlet Symphony. Also habe ich mich Scarlet genannt. Ist nicht gerade die beste Geschichte, aber... Das mehr steht hinter Scarlet eigentlich nicht. Ich will's ja nicht, aber ich geh mal schlafen. Muss morgen früh raus. Ist kein Problem. Landet ja irgendwann auf YouTube. Also, schlaf schön. J.G. Rocks. Schon mal was von Drakensang Online gehört? Gehört? Ja. Gespielt? Nicht. Wie ich denn richtig heiße, beantworte ich immer noch nicht. Tut mir leid. Herznase sieht aus wie ein Fuzzy aus Yoshi's Island von der Rückseite. Muss ich mir nochmal genauer ansehen. Hab mir auch überlegt, die Haare mitzubringen. Oh Mann. Das wäre zu gut gewesen. Das wäre wirklich ein super Gag gewesen. Ah ja, und viel Glück beim Test. Das warst doch du, oder? Ja, ich glaube, das warst du. Ich gehe mal eben schnell Pokémon heilen. Da-da. Oder eine Zeichnung aus Hagel, die man nur unter Licht sehen kann. Das wäre halb so cool, wie es eklig wäre. Oder doppelt so cool. Verdammt cool sogar. Stimmt eigentlich. Morgen ist Samstag, da geht niemand in die Schule. Was denke ich mir überhaupt? Bye, Luxo. Lykos. Luxo. Ups. Lykos, meine ich. Sorry. Da, 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 da. Wofür sorry? Also eins könnte man sagen zum Hagelbild. It sticks in your head. Jodele. Aber übrigens, weil ich ja letzten Stream viele Fanarts bekommen habe, ihr könnt mir gerne Fanarts schicken. Ich habe unter dem Stream dann so eine kleine Hall of Fame Art, Hall of Fan Arts verlinkt. Da werdet ihr dann
namentlich genannt und so weiter. Daddy hat gesagt, es ist alles in Ordnung damit. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mir Bilder malt, bin ich euch super dankbar. Ich find's echt klasse. Du bist 16 und heißt Stefan, Tobi, Thomas, Jürgen etc. Weder Alter noch einer von den Namen war falsch. Also beides war falsch, nicht weder noch. Weder das Alter noch einer der Namen war korrekt. So. Da, 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 da. Scarlett, ich habe den Tag herbeigesehen, an dem du endlich den Käferorden in deinen Händen hältst. Wie wäre es nun mit einem Kampf, um herauszufinden, wer von uns beiden der stärkere Trainer ist? War die Hälfte der Fanarts nicht von mir? Ja, Legendas, die Hälfte der Fanarts war von dir. Was hat es eigentlich mit dir und Psyana auf sich? Nichts Besonderes, ich mag Psyana. Die zweite Generation ist meine Lieblingsgeneration und ich mochte Psyana halt. Das ist ein süßes Pokémon. Mehr ist da nicht dahinter. Wieso wollt ihr eigentlich meinen Namen rausfinden? Was mit meinem Skalkia? Komm schon. Ich glaube, man weiß. Ich glaube, du weißt, was für Fanarts da reinkommen. Mein Gesicht auf ein Pokémon klatschen ist keine große Kunst. Er heißt nämlich Sarazar. Oder was? Jeden Tag stalke ich dich, verfolge dein Leben, sitze nachts vor deinem Fenster und schneide mich selber und endlich sehe ich dich den Orden holen. Ich fordere dich heraus. Das Psyana von Scarlet heißt, by the way, Steve. Das Psyana von Scarlet. Das Psyana von Steve heißt Scarlet. Ich weiß, ja, ich weiß. Ich bin viel zu verpeilt. Tut mir leid. Luna darf nicht wieder sterben. Luna muss am Leben bleiben. Wieso setze ich gegen ein Flug-Pokémon Feuerattacken ein? Oh Mann. Das Psyana von Steve kann bestimmt Stealth Rocks auslegen. Solange niemand overpredicted, ist alles in Ordnung. Nächstes Verkorkel ein. Ich weiß nicht, was ein Verkorkel. Lassen wir das drin, okay. Tut es weg. Nehmen wir keinen Stein. Kein Stein kann noch keine Bodenattacke, schade. Richtig, mit Choice Band. Ja, Katapult. Irgendwie, ich hab eine Bodenattacke. Was ist heute los mit mir? Oh mein Gott. Gut, dass man für dieses Spiel kein Skill braucht. Ich wäre gnadenlos schon längst kaputt, wenn man unglaublichen Skill benötigen würde in dem Spiel. Mm-hmm.
Level 27 erreicht. Ah, Shiren soll es das nächste sein. Okay. Und das Schlimme ist, ich würde mich wahrscheinlich niemals daran gewöhnen, zu streamen und mich auf das Spiel zu konzentrieren, weil zwischen allen Streams schätzungsweise 10 Jahre liegen. Ein Schluck Wodka, Scarlett. Durch mein Blut fließt sowieso Wodka. Eine Idee, warum nennen wir ein Feuer-Pokémon nicht Weather? Buzzer. Warum nennen wir nicht ein Feuer-Pokémon einfach Feuer und ein Wasser-Pokémon Wasser? Ach so. Ech. Ciao, Mr. Allstar. Okay, Die Namen sind auf jeden Fall kreativer als das meiste, was ich an das meiste der Witze, also das, die meisten Witze, die ich heute lesen durfte. Feuer und Wasser wären nicht mal schlechte Namen. Ech. Gar nicht mehr zu Jontron. Ich hab's mir aus welchem Grund auch immer angewöhnt. Wo war ich stehen geblieben? Da-da. Warum bin ich so verpeilt? Wie lange sind wir in der Folge drin? Ich brauche mal eine Pause. Verdammt. Also, Grasmixer. Wie super schwer es ist mit dem... Wow, also sich auf den Chat und das Spiel zu konzentrieren. Ich beschwere mich zu viel. Ich mache dann nach dem Kampf eine kurze Pause und dann komme ich hoffentlich konzentriert zurück. So, Megasauger. Was? Erinnert mich an Game Grumps. Was auch immer. Ei. Was nicht funktionierte. Ach, fuck Ei. Ja, doch. Fuck Ei. Hatte sogar ein bisschen funktioniert, fand ich. Ich glaube, was auch gut funktioniert hatte, war ja So Hot, oder was hatten die denn in dem Fire Red? Fällt mir gerade nicht ein, aber ich speichere mal eben das Spiel. Und ich mache eine kurze Pause. Versuche mich zu konzentrieren, denn das, was ich gerade an den Tag lege, ist ja echt nicht mehr feierlich. Also bis gleich.